Denken. Ja, unser nächster Schritt. Dann speichern wir noch einmal, weil ich keine Ahnung habe, was jetzt kommt. Oder eine Ahnung schon, aber dynamischer Auftrieb. Die Schreiner haben mehrere Flügel aus Holz aufgestellt, die wir in unserem Windkanal testen sollen. Gut, hier haben wir einen, ähm, ja, einen leicht geschwungenen, wirklich sehr leicht geschwungenen äh, Flügel. Der ist, äh, ja, sieht fast gerade aus, nur die Spitze ist ein bisschen nach unten. Ähm, der steigt um ein wenig nach oben. Dann haben wir einen, der sieht aus wie ein Regenwurm eine Schlange irgendwie sowas dem seine Tragleistung bleibt bei praktisch null ein recht gerader Flügel mit einer leicht gewölbten Oberfläche der zieht auch ein ganzes Stück nach oben ähm, dann haben wir einen der ist ähm, doch noch länglich unten ein bisschen weniger gekrümmt als oben aber immer noch recht schmal der hebt jetzt bis an den vorletzten Strich der, äh, der Messanzeige. Und einen ganz dicken, der sieht aus wie ein Zeppelin, der hinten ein bisschen spitzer ist. Der hebt nicht ganz so viel. Also würde ich sagen, nehmen wir den etwas, den, den mitteldicken. Ach nee, shit. Setzen Sie die richtige mathematische Zeichen. Kleiner als, größer als... Ähm, Gleich an die richtigen Stellen zwischen V1 und V2, P1 und P2, FA und FG. Ähm, okay, F1, P1 und FA sind oben, V2, P2 und FG sind unten und ich habe einmal größer, nein, zweimal größer, einmal kleiner und einmal gleich. Die Kraft nach oben muss auf jeden Fall größer sein. Also F A größer F G. Ähm, v. hätte nee, ihr nicht dazu schreiben können, was das ist? Sagen wir P ist gleich und V1. V1. V ist die Geschwind nee, die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit. Ah, warte. V2 ist, ist, äh, äh, ist, kleiner als, also V1 ist größer als V2. So rum. Ah. Okay. Äh, ich guck noch mal gerade nach. Was denn da? A mal P mal V. Hm. Hm, V1 ist größer als V2. P1 ist kleiner als P2. Äh, der Druck ist P. Ah, der Druck, klar. Der Druck ist oben kleiner. Hm. Ich glaube, ich hab's. Also wieder richtigen Flügel auswählen. Dann V1. P ist, P ist oben kleiner als unten, also ist P1 kleiner als P2. V1 ist größer als V2, genauso wie FA größer ist als FG. Wir haben ein Patent mit der Nummer 2. 25453 fünf, fünf, erlangt. Flügelform zur Erzeugung dynamischen Auftriebs. Sehr schön. Patenturkunde. Aber das ist die falsche Nummer. Das ist die Nummer 68768. Hatten wir nicht schon. Dann wieder aufgrund der vorliegenden Unterlagen enthalten das Patentamt dem Antragsteller ein Patent. Äh, Gegenstand des Patents ist die Funktionsweise und Herstellung von Tragf Tragflächen für Flugzeuge. Wann kann ich die produzieren? Wahrscheinlich erst am. <laughs> der Welt. So. Ähm, West Orange, New. West Orange, New Jersey. Das ist der Herr. Oh, verdammt. Ähm, ach, der. der. Edison. Thomas Edison. Thomas elver Edison. Zu dem werden wir auch noch kommen. Ähm, na, da unten steht's es ja. Hm. Und ich rate dann immer rum. Hm. Naja, kommt vor. Was sagt denn die Statistik? Wieder mehr Lohnzahlen. Ach nee, 46.000 im Plus. Dann ja, können wir nochmal so eins machen. Äh, Lokomotiven 109. 149 sind gefordert, da können wir durchaus noch eine bauen. Gehen wir noch mal auf die Fahrräder. 1499 werden gefordert. Fahrräder 1. Ja okay, das ist zu dicht dran. Ich glaube, eine wird das schaffen. Linsen 749, das ist geblieben. Nein, Autoreifen wollte ich nicht gucken. LKW wollte ich gucken, genau. 187 160 bei drei Fabriken. <laughs> 149... Ich bin gerade drüber. Oh. Setzen wir das mal ein bisschen runter. Dann dürfte das eventuell wieder hinhauen, je nachdem. 224 Motorräder. Oh, ganz knapp dran, also das passt soweit. Sehr schön, nur die Autos waren ein bisschen hoch. Aber das dürfte ich jetzt alles wieder geregelt haben. Sehr schön. Überall gibt es das Katsching-Geräusch. <laughs> Gut, mal sehen, wie weit diesmal kommen. Juni. Hm. Juli. Ach, es geht ja um die Jahresproduktion. Dann warten wir nochmal einen Moment. Ist zwar jetzt nicht so spannend, aber auf jeden Fall mal interessant. Vielleicht müssen wir noch ein paar mehr Prozente äh, Arbeiter. Äh, in Urlaub schicken, um das Ganze hier zu regeln. Oktober. Wir sind schon bei 120. 25 30. Äh, 35. Ach, wir sind schon im Dezember. Mal sehen. 45. Hm, entlassen wir noch einen mehr und dann passt das. Wellenwelt. Telegrafie, der drahtlose Nachricht, die drahtlose Nachrichtentechnik, Kon Kosmologie, das neue Bild der Sterne, Galvanik und Batterien, Triumph der Elektrochemie. Elek Elektro Aha, Elektrochemie. Auch sehr interessant. Ähm. Hm. Hmm. Mal sehen. Immerhin sind wir schon in 1912. Das heißt nur noch drei Jahre. Und wir können endlich weitermachen. Naja. Ich frage mich, woran es liegt, dass ich das, dass ich jetzt so lange warten muss. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht, naja gut, ich bin, hm, ich bin doch schon ein, ein, ähm, ja, ich denke mal ein Stück schneller im Aufbauen als, ähm, andere Leute, aber, hm, naja, so viel schneller, dass ich dann jetzt hier eben diese Wartezeiten habe. Hm. Ach, das Spiel pausiert ja, wenn ich die Statistik auf habe. So ein Mist. Und nur noch 38.000 im Plus. Hm. Gucken wir nochmal, was bei den Fahrrädern. Ah, immer noch 20. Sehr schön. Das bringt mir einiges mehr ein. 1400. Hm. Ich will jetzt nicht riskieren, noch einen zu bauen. Wenn wir zu viel produzieren, dann ist alles für die Katz. So, 149 Statistik. Statistik. An Autos war das, gell? ja. Na, 145. Das passt doch genau. Sehr schön. Hmm. lohn ausgezahlt okay 69.000 es wird immer mehr es wird immer mehr Ach, ja Mittlerweile sind wir im September 1913. Das sollte uns bald weiterbringen. Hoffe ich doch zumindest. 149. Oh, da können wir noch eine bauen. Sehr schön. Na hoffentlich funktioniert das. Spiel, speichern. Ich will nämlich nicht hier so mit leeren Händen rumgammeln. Das hat sich nicht so. Sonnen- und Mondfinsternis. Für die Weltausstellung habe ich ein bewegliches Modell von Sonne, Mond und Erde gebaut, das die Mondfinsternis mit Sonnenfinsternis zeigt. Was? Das die Mondfinsternis und Sonnenfinsternis zeigt. Bitte sagt mir, ob das Modell verständlich und anschaulich genug ist. Gucken wir doch mal. Oh, ach, Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Er hat eine Lampe aufgestellt für die Sonne, hat einen Globus äh, ge genommen der sich selbst dreht, und ein Mond, der sich, ähm, ja, an einem Faden dahinter befindet, oder an einem Draht. Klicke der Reihe nach auf Sonne, Mond, Erde, sowie Halbschatten, das ist ein, dadurch, dass die, okay, äh, dadurch, dass die Sonne keine kleine Lichtquelle ist, sondern eine große, macht, macht der hellste Teil die Mitte, einen Schatten und der äußere Teil, der nicht so hell ist, wirft noch einen kleineren Schatten dahinter. Das, wie soll ich das sagen, wie mit zwei, mit wie zwei Lampen. Wenn du zwei Lampen hast, zwei Lichtquellen, dann gibt es in der Mitte einen dunklen Schatten und zwei hellere Schatten, weil einer wirft einen Schatten und der andere leuchtet ihn wiederum aus. Das wäre dann der Halbschatten und der äh, Kernschatten. Und äh. Ja, gleich sehen wir eine. Ach, eine Sonnenfinsternis, ja. Jetzt kommt, kommt die interessante Sache. Jetzt schiebt sich nämlich der Mond zwischen Sonne und Erde. Und irgendwo in Afrika und Madagaskar gibt's eine totale Sonnenfinsternis. Hauptsächlich auf dem Meer mal wieder. Klicke der Reihe nach. Klicke der Reihe nach. Sonne, Mond, Erde. So wie Halbschatten. Diesmal ist es ein kreisförmiger Schatten vom Mond. Und dem Kernschatten, wie schon eben erklärt, dem kleineren Schatten, äh, an. Prima, es scheint so, als könnten wir unsere Schmuckstück, ja, Schmuckstückreihe gewissen, äh, was? Unsere Schmuckstück ruhiges Gewissens präsentieren. Da habe ich jetzt noch was. Moment. Sehr schön. Im Museum, oh, die Zeit läuft weiter, das ist gut, haben wir verschiedene Sachen aufgereiht, die wir schon entwickelt haben. Schönerweise könnt ihr das diesmal sehen. Wir haben ein Fahrrad, ein Motorrad.